gibt, glaube ich, wenig Wege, an der Nachhaltigkeit vorbeizukommen, weil irgendwann, Deutschland ist kein Rohstoffland, wir haben außer Kohle und Wissen keine Rohstoffe und irgendwann sind wir als Industrieland nicht mehr fähig, Industrieland zu sein. An der Stelle kann ich nur jedem raten, frühzeitig diesen Schritt zu gehen und auch auf Nachhaltigkeit zu setzen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Bei typisch ostwestfälischem Wetter bin ich geneigt zu sagen. Herzlich willkommen hier in der IHK Ostwestfalen zum Ideenforum Nachhaltig Wirtschaften. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Partners, Mitveranstalters und Ideengebers, so will ich es mal ausdrücken, der Klimawoche Bielefeld e.V. Nachhaltigkeit sehen wir auch als ganz großen Megatrend, vorwiegend natürlich in der Konsumgüterindustrie, aber eben auch bei Banken und Versicherungen. Was machen diese Firmen eigentlich richtig und wie können die mit dem Thema Nachhaltigkeit mehr Vertrauen und mehr Profit generieren? Das müssen wir, weil wir können natürlich alle super überzeugt sein, sterben aber arm oder die Firma geht kaputt. Das kann ja nicht sein, sondern es muss wirtschaftlich darstellbar sein. Und die Firmen, die in ihrem Fonds sind, machen das offenbar. Wie machen die das? Einfach mal ausprobieren. Es muss ja nicht gleich was Existenzgefährdendes sein. Auch kleine Schritte helfen. Wenn man erstmal den Dreh gefunden hat und gemerkt hat, wie auch Mitarbeiter mitziehen und Ideen haben, wie man noch nachhaltiger werden kann, dann macht das richtig Spaß. Ich muss mich so aufstellen, dass meine Produkte als Produkte gerne gekauft werden. Und ich muss mich auch in der Gesellschaft, in der Stadt, wo ich bin, so aufstellen, dass die Stadtgesellschaft mich auch mitträgt. Das sind alles genau die Themen, die in einem Nachhaltigkeitsmanagement auch mit abgefragt werden und die zu Nachhaltigkeit führen. Also Unternehmen müssen sich heute ökologisch aufstellen, weil sie ansonsten zukünftig keine Mitarbeiter mehr finden werden. Darum glaube ich fest daran, dass Unternehmen, die keine Ökologie bevorzugen und auch vorantreiben, auf Dauer zu den Verlierern gehören. Die IHK Ostwestfalen unterstützt Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit, weil wir es für einen Megatrend halten, für ein sehr wichtiges Thema, das alle tangiert, die Unternehmen genauso wie die gesamte Gesellschaft. Und wir bieten eine vielfältige Anzahl von Formaten dazu an. Wir haben uns, wie Sie wissen, an der Klimawoche beteiligt. Wir bieten Netzwerke, wir haben einen Umweltausschuss, wir haben verschiedene Gremien. Also wir leben auch davon, mit den Unternehmen in Kontakt zu treten und uns mit ihnen zu vernetzen, um etwas Gutes zu erreichen.